Herr Bürgermeister, der Fasching hat begonnen. Jetzt haben wir im Feldkirch schon wieder eine Hausbesetzung. Wie werden Sie vorgehen? Das sind Hausbesetzer der ganz sympathischen Art. Als Bürgermeister ist mir das ganze Jahr über Naritaia gewohnt. Also freue ich mich jetzt, wenn so offiziell wieder Fasching ist und mit der Feldkirch Faschingsgilde den einen oder anderen Anlass gibt, wo man wieder miteinander zusammenhocken kann und wirklich hoch Spaß hat und lustig sein darf. Was gefällt Ihnen besonders am besten am Fasching? Mir gefällt, dass sich so mancher einfach auch einmal hinter einer Maske versteckt und so gibt, wie er wirklich ist. Oft ist doch das Leben von Masken geprägt, wo man Etikette bewahren muss und nicht so sein kann, wie man gern wäre. Aber im Fasching kann sich jeder ob, gerade unter Gleichgesinnten, so gehen, wie man am liebsten ist, nämlich oft lustig und ausgelassen. Können Sie unserem Publikum vielleicht zum Schluss noch den Feldkircher Faschingsruf präsentieren? Ja, wir haben in Feldkirch vier Faschingsrufe. Nafla, Nafla zu, Spelter, Spelter hoch, Milchsüppler, Milchsüppler, Rührer, Rührer, Landsknecht, Landsknecht hoch. Und was ist deren Bedeutung? Jede Faschingsgilde und vier davon gibt es in Feldkirch, hat ihren eigenen Schlachtruf, Faschingsruf. Bei der Altenstädtner geht es darum, dass man früher einmal darüber diskutiert hat, ob man die Nafler, das ist Bächle durchs Dorf, zumachen soll. Die Giesinger machen jedes Jahr zum Anlass Faschingseröffnung eine Milchsuppe und dann wird eben Milchsuppe gerührt, der Giesiger Sepper, sie sind Milchsüppler und die anderen zwei haben es einfach als Spelterbürger Spelter hoch und als Landsknecht Landsknecht hoch ihrem eigenen Vereinsnamen entsprechend gestaltet.